Schönen guten Tag. In diesem Video vergleiche ich zwei Studiengänge oder Fernstudiengänge in Wirtschaftsrecht miteinander und dafür habe ich mir rausgesucht den Online-Studiengang Bachelor of Science Wirtschaftsrecht an der HFH, der Hamburger Fernhochschule, und den vergleiche ich mit dem Fernstudiengang Wirtschaftsrecht an der SRH Fernhochschule, der Mobile University. Wir schauen uns natürlich mal die Studieninhalte an. Ich werde auch mal so ein kleines bisschen darauf eingehen, wo der Unterschied zwischen dem Online-Studium ist, ja, was der Fernstudiengang an der HFH ist, und einem regulären Fernstudium. Wir gucken uns natürlich an, wie der Präsenzanteil im Studium aussieht. Wir vergleichen die Preise auch so ein bisschen, die so recht unterschiedlich sind. Und ich würde mal sagen, ich wünsche jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, bevor wir hier uns die einzelnen Hochschulen mal genauer ein bisschen anschauen, noch ein Hinweis vorweg. Ja, ihr habt hier auf fernstudie.net den Link dazu, den packe ich euch in die Beschreibung für dieses Video, eine Übersicht über generell Fernstudiengänge in Jura letztendlich, beziehungsweise mit Abschlussziel Staatsexamen, aber vor allem auch in Wirtschaftsrecht. Ja, schaut einfach mal rein, habt ihr hier auch eine Übersicht über die Masterstudiengänge, nicht nur über die Bachelorstudiengänge. Wirtschaftsrecht, ja, gibt es ja beispielsweise auch noch hier an der IOBH. Könnt ihr Wirtschaftsrecht studieren? Ich glaube, das Fernstudium, Bachelorstudium in Wirtschaftsrecht hier an der EuroFH, an der Europäischen Fernhochschule Hamburg, ist auch ein ziemlich guter Studiengang, ja, den es auch schon sehr, sehr lange gibt, ja, schon einige Jahre. Und dann schaut da einfach mal hier rein, findet da alle möglichen Informationen zu den einzelnen Hochschulen und so weiter, wo man hier Wirtschaftsrecht studieren kann. So, jetzt aber mal zu den einzelnen Hochschulen. Ich fange mal an hier mit der Hamburger Fernhochschule, die ja 1997 gegründet wurde. Ja, die gibt es also schon eine ganze Weile, auch explizit als Fernhochschule. Ja, steckt dann eben auch schon im Namen. Und um mal die Größe so ein bisschen zu verdeutlichen, ist doch schon eine der größeren Fernhochschulen, eben weil es sie auch schon so lange gibt. Aber auch weil die Studiengänge hier günstig sind, ja, werden wir gleich sehen, beziehungsweise im Verlauf des Videos jetzt. Im Wintersemester 2019, 2020 ja, waren hier über 10.000 Studierende an der Hochschule immatrikuliert, also doch schon sehr, sehr viele. Ich meine, die Fernuni Hagen ist nochmal eine andere Hausnummer, also mit ungefähr so 70.000, 80.000 Studierende, ist aber auch eine staatliche Hochschule, ja, die fast gar nichts kostet im Vergleich jetzt zu so einer privaten Hochschule. Und an dieser Hochschule, ja, da werden alle möglichen berufsbegleitenden bzw. Fernstudiengänge in all diesen Fachbereichen hier angeboten. Bachelor- und Masterstudiengänge, eben auch dieser Online-Studiengang in Wirtschaftsrecht. Ja, daneben auch noch duale Studiengänge, beziehungsweise gibt es auch noch ein duales Studienmodell. Und man hat hier an der HFH, das ist auch eine kleine Besonderheit, die Möglichkeit, dann einen kooperativen Promotionsstudiengang zu absolvieren. Also wer unbedingt dann auch noch an dieser Hochschule promovieren will, der kann das auch machen. Ja, die Promotion wird dann nicht direkt hier an der HFH durchgeführt, sondern ja an einer ungarischen Hochschule. Also es wäre eine Möglichkeit. Eine andere wäre natürlich auch über die, also wer unbedingt auch ein Fernstudium promovieren möchte, über die Fernuni Hagen zu promovieren. Ja, ansonsten hat die Hochschule auch sehr, sehr viele Studienzentren und so weiter. Könnt ihr euch einfach mal dann anschauen. Hier auf der Seite findet ihr eine Übersicht über die ganzen Studien- und Regionalzentren. Das Besondere da an der HFH ist, dass es eine gemeinnützige GmbH ist. Ja, also es ist jetzt keine normale GmbH beispielsweise, wie das viele andere private Hochschulen sind oder ja, deren Trägergesellschaften sozusagen ja, GmbHs sind oder alle möglichen anderen Rechtsformen, sondern es ist eine gemeinnützige GmbH. Das heißt ja, dass die nicht unbedingt gewinnorientiert handeln, sondern dass die versuchen, zumindest die Gewinne, die sie haben, ja irgendwie wieder für einen guten Zweck einzusetzen. Ich vermute mal, das ist dann hier der Zweck, letztendlich die Studiengänge günstig anzubieten und qualitativ hochwertige Studiengänge dann auch zu einem guten Preis anzubieten. Ja, deswegen ist dieser Studiengang, der Online-Studiengang Wirtschaftsrecht hier sehr, sehr günstig, wenn wir es auch im Laufe des Videos sehen. So, dann haben wir hier die SRH Fernhochschule und die wurde 1996 gegründet, ja, also auch ungefähr so lange. Auch ja, explizit eine Fernhochschule, die eben überwiegend Fernstudiengänge anbietet, einige, also Bachelor- und Masterstudiengänge, einige Zertifikate auch von der Größe her. Mal zum Vergleich, ja, die ist ungefähr halb so groß. Im Wintersemester 2019, 2020 waren jetzt hier zwischen 4.000 und 5.000 an der SRH, also Studierende, eingeschrieben und haben da einen von den ungefähr so 34 Studiengängen, ja, Bachelor und Master studiert, also doch schon sehr, sehr viele Studiengänge. Ja, ihr seht das hier, dass da auch wirklich in sehr, sehr vielen Fachbereichen Studiengänge angeboten werden. Auch hier gibt es Hochschulzertifikate, die man hier
absolvieren kann. Ja, ziemlich interessante Zertifikate, auch wie ich finde hier die sogenannten Waldzertifikate. Etwas, wo ich auch schon ein paar Mal überlegt habe, ob ich das nicht mal absolvieren sollte. Ja, aber für uns ja jetzt interessant hier der Studiengang in Wirtschaftsrecht. Was besonders hier an der SRH, die Hochschule bezeichnet sich als selber als Qualitätsführer im Fernstudium. Was heißt das? Wahrscheinlich muss man das letztendlich ausprobieren, ob das wirklich stimmt. Aber ich denke mal, die Hochschule legt hier sehr hohen Wert auf die Betreuung. Das werden wir dann auch gleich sehen, wenn es um die ganzen Präsenzen in diesem Studiengang geht. Aber natürlich auch auf die Qualität der Studienunterlagen, ja, die hier auch sehr, sehr umfangreich sind an dieser Hochschule. Auch im Vergleich jetzt zur HFH werden wir uns dann auch mal gleich so ein bisschen angucken. Und diese Qualität, ja, oder dieser Qualitätsanspruch, der spiegelt sich dann auch so ein bisschen im Preis, ja, der letztendlich doch schon am anderen Spektrum liegt, ja, wenn man jetzt mal so ein Spektrum ansetzt von Preisen von allen möglichen Hochschulen in, ja, beispielsweise diesem Studiengang hier Wirtschaftsrecht, da ist die HFH mit 7.000, 8.000 Euro oder sowas, schauen wir uns dann nochmal genauer an, am unteren Spektrum und die SRH Fernhochschule hier am oberen Spektrum. So, jetzt aber zu den Studieninhalten, ja, und den Vertiefungsmöglichkeiten. Das ist immer so das Erste, wenn man abgecheckt hat, ob man sich das leisten kann, diese Hochschule, diesen Studiengang, sich erstmal auch die Studieninhalte in so einem Studiengang anzugucken. Das Ding ist, bei Bachelorstudiengang habt ihr sowieso immer die ganzen Grundlagenmodule. Das ist dann auch ziemlich gleich an allen möglichen Hochschulen. Deswegen sind dann immer interessant die Vertiefungsmöglichkeiten, weil da kann man dann auch schon im Bachelorstudiengang so ein bisschen irgendwie das Studium an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. So, die Studieninhalte findet ihr hier jetzt nicht direkt auf der Webseite der HFH, aber ihr könnt euch hier ja so einen Studienführer bzw. so eine Infobroschüre anfordern. Geht dazu hier einfach halt auf dieses Formular und fordert das an und bekommt ja hier so eine Übersicht zugeschickt, ja, also hier so eine Broschüre, und da steht dann auch der Semesterplan drinne. Und ihr seht ja, es ist ein achtsemestriges Studium. Laut Aussage der Hochschule könnt ihr es auch verkürzen, wenn ihr ein bisschen schneller seid. Aber meiner Erfahrung nach studieren die meisten, die im Fernstudium studieren, sowieso Teilzeit, sage ich mal jetzt nicht Teilzeit, 12 Semester. Die meisten wählen dann halt hier so ein Zeitmodell von 8 Semestern. Das ist an anderen Hochschulen genauso, an der HFH. Und deswegen hat, denke ich mal, diese Hochschule hier, also die HFH, das von Anfang an so festgelegt, ja, dass der Studiengang 8 Semester ist. Einfach, weil die meisten ungefähr so lange brauchen. Da merkt man auch schon, dass da viel Erfahrung da ist, was das Fernstudium angeht, was die Vermittlung von Fernlehrinhalten an berufsbegleitende Studierende angeht. Und daran sieht man, dass die Hochschule auch schon sehr lange gibt. Ansonsten seht ihr hier, ja, das geht hier los mit den ganzen Grundlagen, ja, Grundlagen des Rechts. So, man lernt dann natürlich erstmal so ein bisschen das juristische Arbeiten beispielsweise. Ja, dann habt ihr hier Wirtschaftsprivatrecht. Aber es geht natürlich auch gleich los mit den BWL-Inhalten, ja, Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Was hier auffällt bei den Modulen ist, dass die meisten Module 5 Leistungspunkte haben. Das ist so ein bisschen wie an der IUBH. Finde ich gut, ja, wenn die Module nicht zu umfangreich sind, wie das beispielsweise an der Fernuni Hagen ist, wo so ein Modul dann auch mal 10 Leistungspunkte hat. Dafür hat man dann zwar nicht so viele Module insgesamt zu absolvieren, aber es ist doch immer sehr viel Arbeit, die man in ein einzelnes Modul steckt. Und hier durch dieses 5-Leistungspunkte-Ding, ja, was auch so ähnlich ist an der SRH, hat man doch mehr Themen irgendwie, die man abfrühstückt, und schnellere Erfolgserlebnisse. Also ich finde es ganz gut. Muss man aber selber wissen, ja, ob man lieber weniger Module macht, dafür halt mehr sich in so ein Modul vertieft, oder lieber ein paar mehr Module. Ja, letztendlich hat man ja auch mehr Klausuren, wenn man mehr Module absolviert. Und ihr seht, hier gibt es eine Prüfungsgebühr. Gucken wir uns dann bei den Gebühren nochmal genauer an. Da sieht man auch so, dass es hier 30 Prüfungen insgesamt gibt. Das werden überwiegend Klausuren sein, denke ich mal. Das heißt, die kosten hier dann nochmal Geld, und entsprechend hat man dann doch schon sehr viele Prüfungen auch in diesem Studiengang zu absolvieren. Ansonsten geht es weiter ja mit diesen ganzen Grundlagen, Wirtschaftsprivatrecht, auch einen Haufen Module, die dann einfach an der Schnittstelle zwischen BWL und Wirtschaft sind, wie eben Wirtschafts- und Privatrecht. Ja, aber ihr habt auch reine BWL-Module, auch interessant halt hier Arbeits- und Organisationspsychologie, aber auch so Standardmodule dann einfach wie Kosten- und Leistungsrechnung, VWL, ja, Buchführung, Jahresabschluss, da kommt natürlich kein BWLer rum. So, was noch auffällt, ist, dass ihr hier ein Praktikum absolvieren sollt. Gucken wir uns dann gleich nochmal genauer an, wenn es um, ja, die Praxisanteile in diesem Studium geht. Ja, ansonsten habt ihr auch natürlich noch einen Kurs oder ein Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten, bevor ihr dann eure Bachelorarbeit hier verfasst.
So, was gibt es hier für Schwerpunkte in diesem Studiengang? Weniger auf jeden Fall als an der SRH, werdet ihr gleich sehen. Also ihr seht, man belegt dann hier im sechsten und siebten Semester Schwerpunkte und da hat man so ein paar Vertiefungsrichtungen und wählt sich dann da zwei Module letztendlich aus. Also das sind dann ungefähr so 10 Leistungspunkte, die man hier an Vertiefungen wählen kann. Ihr seht, dass es hier unterschieden wird ja zwischen Online-Modulen, studienbriefbasierten Modulen. Also hier gibt es auch noch Studienbriefe in diesem Studiengang, aber da es eben Online-Studium ist, ja, versuchen die halt hier die meisten Inhalte über so eine Online-Module und diese Lernplattform, die wir uns dann gleich nochmal genauer angucken, Take Law, zu vermitteln. Und dann könnt ihr euch eben aus diesen Modulen raussuchen, was euch eben interessiert und könnt dann hier zwei Module vertiefen. So, wie sehen die Inhalte hier an der SRH-Fernhochschule aus? Also ihr könnt hier, wenn ihr wollt, auch so eine Infobroschüre anfordern. Die lässt sich hier nur postalisch anfordern. Aber wenn ihr euch die Studieninhalte angucken wollt, genauer, so wie ich jetzt gleich, dann könnt ihr die hier direkt runterladen. Da gibt es hier so einen Link zu den Studieninhalten. Und da seht ihr hier, ihr habt auch hier letztendlich diese ganzen Grundlagenmodule, ja, Zivilprozessrecht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht. Ihr wollt ja schließlich auch Wirtschaftsrecht studieren. Was hier auffällt, ist, dass also auf der einen Seite ist, dass die Module 6 Leistungspunkte umfassen, also ein Leistungspunkt mehr, also fast genauso kurze, in Anführungsstrichen, Module wie an der Hamburger Fernhochschule. Ihr habt hier auch von Anfang an schon so BWL-Module, wobei die hier auch teilweise auf die Soft Skills so ein bisschen gehen, ein bisschen mehr sogar als an der Hamburger Fernhochschule, hab ich den Eindruck. Aber diese ganzen BWL-Grundlagen, ja, da kommt keiner drum rum. Ihr wollt ja schließlich auch Wirtschaftsrecht studieren. Dann müsst ihr euch dann eben auch ein Rechnungswesen, Betriebswirtschaftslehre oder so einen Überblick über die Betriebswirtschaftslehre und so Themen wie Projektmanagement fokussieren. So, was fällt hier noch auf? Die Prüfungsformen, dass ihr hier sehr viele Einsendeaufgaben und Hausarbeiten absolviert. Also ihr habt hier ein bisschen weniger Klausuren als wahrscheinlich jetzt an der Hamburger Fernhochschule. Die Hochschule hier, das habe ich auch schon mit anderen Studiengängen gesehen, die SRH, die achtet eben so ein bisschen darauf, dass ihr euch nicht zu sehr mit Klausuren zukleistert, weil Klausuren häufig auch noch mit Reisestress und sowas verbunden sind. Und wenn man dann so ein Modul über eine Einsendeaufgabe, irgendwelche Fallstudien und sowas und irgendwelche schriftlichen Aufgaben abfrühstücken kann, dann ist es doch für die meisten, ja, die berufsbegleitend studieren, doch noch um einiges angenehmer. So, wie sieht es aus mit den Vertiefungen? Ihr seht hier Profilbildung und Abschluss im Laufe des Studiums. Ja, die habt ihr dann in den letzten beiden Semestern, sieht man hier in der Semesterübersicht, habt ihr insgesamt dann aber vier Module zu absolvieren und zwar zwei Module aus dem Wahlbereich Recht und zwei Module aus dem Wahlbereich Wirtschaftswissenschaften und Management. Und dann seid ihr hier bei insgesamt 12, 24 Leistungspunkten. Also doch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, wo man sich hier, ja, oder über die man sich hier vertiefen kann. Und dann habt ihr hier eben die Module, sind letztendlich weniger Module, die jetzt angeboten werden an Vertiefung als an der HFH. Aber ihr, ja, absolviert halt einfach nur mehr. Beispielsweise Steuerrecht interessiert euch besonders oder Insolvenz, Sanierung, Restrukturierung, zack, das Modul belege ich, da schreibe ich eine Einsendeaufgabe dazu mit 15 Seiten, habe das absolviert und kann dann später irgendwann mal, wenn ich mich bewerbe, angeben, dass ich mich im Studium besonders mit diesem Thema auseinandergesetzt habe oder auch als Vorbereitung das nutzen, beispielsweise für ein Bachelorarbeitsthema. Ihr könnt natürlich auch euch im Fach Bereich Wirtschaftswissenschaften bzw. BWL, ja, weil ich sehe hier jetzt kein VWL-Thema oder Modul explizit. Und Management könnt ihr euch was aussuchen. Wirtschaftspsychologie interessiert mich, zack, wähle ich dieses Modul. Also es gefällt mir hier ganz gut an der SRH. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten, sich hier zu vertiefen, weil man eben insgesamt vier Vertiefungsmodule wählt. So, jetzt kommen wir mal zur Praxis im Studium. Also ich hatte schon gesagt, hier 30 Prüfungen werden hier insgesamt absolviert. Ich vermute mal, dass das nicht nur Klausuren werden, das können auch mündliche Prüfungen oder sowas sein. Und das ist dann aber auch schon der einzige Berührungspunkt, den man hier praktisch mit der Hochschule offline hat. Ja, also die Prüfungen sind dann eben immer die Möglichkeit, da zu irgendwelchen Prüfungszentren zu fahren. Ihr habt hier die Übersicht, ja, wo sich überall so Prüfungszentren befinden. Ja, für diesen Studiengang in Berlin beispielsweise, Bremen, Düsseldorf. Also da ist echt fast für jeden was dabei. Na gut, jetzt für mich nicht unbedingt. Ja, ich lebe hier so mitten in Thüringen. Da gibt es eigentlich nichts, leider. Ja, da müsste ich dann schon ein bisschen weiterfahren. Was haben wir hier? Nach Leipzig könnte ich dann beispielsweise fahren und meine Prüfungen absolvieren. Das war es dann aber auch schon. Also es gibt jetzt nicht mehr Veranstaltungen in diesem Studiengang
als diese Prüfungen, die man hier hat. Ist halt ein Online-Studiengang und genau das ist eben auch der große, ja, der große Unterschied zum Fernstudiengang an der SRH, der eben mit sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten auch an Präsenzveranstaltungen, an optionalen vor allem auch, daherkommt. Hier soll das ganze Thema möglichst alles online abgefrühstückt werden, ja, möglichst keine Präsenzpflichten als diese Klausuren und das ist dann eben besonders praktisch für diejenigen von euch, die sehr, sehr stark beruflich eingebunden sind und da einfach noch ein bisschen mehr an Flexibilität möchten, ja, wobei die Veranstaltungen hier an der SRH natürlich jetzt auch nicht verpflichtend sind überwiegend. Was es hier natürlich noch gibt an der Hamburger Fernhochschule ist das Praktikum, das ihr im Laufe des Studiums absolvieren müsst, ja, wenn ihr jetzt nicht gerade beruflich tätig seid in irgendeiner Tätigkeit, die im Zusammenhang mit eben diesem Studium Wirtschaftsrecht steht. Also ihr müsst hier 14 Wochen Praktikum absolvieren. Das macht es wieder ein ganz kleines bisschen unflexibler, ja, weil ich erfahrungsgemäß ist für manche dann immer ein bisschen stressig, da irgendwie so ein Praktikum zu organisieren. Viele haben ja auch noch gar nicht einen Beruf irgendwie so in diesem Bereich, arbeiten vielleicht in irgendwas ganz anderem, wollen sich umschulen. Das ist dann schwierig, das so ein bisschen zu organisieren. Ja, dann müsst ihr einfach vorher sozusagen schon mal gucken, ja, wie ihr das dann am besten gebacken bekommt. Optimalerweise arbeitet ihr natürlich schon in irgendeinem Beruf, ja, der hier zu diesem Wirtschaftsrecht-Thema passt. So, wie sieht das Ganze mit den Präsenzveranstaltungen, Präsenzphasen aus hier an der SRH Fernhochschule? Also, ich hatte ja gesagt, die Hochschule ist viel, viel teurer als die Hamburger Fernhochschule. Gucken wir uns dann gleich nochmal genauer an. Und ihr seht, da hat man natürlich auch sehr viel mehr, was man dann bekommt. Und das sind hier eben die Möglichkeiten, an Präsenzen und so weiter teilzunehmen, auch an Online-Veranstaltungen. Ich habe hier so eine Übersicht, die kann man sich da auch einfach anfordern. Schreibt mir einfach mal die Studienberatung an. Die schicken einem dann hier, wenn man das möchte, so eine Übersicht über die ganzen Präsenzphasen und Veranstaltungsmöglichkeiten. Ihr seht, das ist wirklich wahnsinnig viel. Also es sind sehr, sehr vielen Modulen, die man dann hier absolviert, hat man eben noch, ja, so eine Online-Veranstaltungen beispielsweise, die dann hier stattfinden, ja, möglichst auch oder die auch immer so gelegt werden, dass man die sehr, sehr gut als Berufstätiger noch absolvieren kann. Ich hatte jetzt mal beispielsweise, wollte mich anmelden für ein Mentoriat an der Fernuni Hagen. Das hat an einem Freitagabend sage und schreibe von 16 bis 21 Uhr sollte das dauern. Ja? Also hätte ich mir da jetzt frei nehmen müssen irgendwie von 16 bis 21 Uhr. Ich finde, das hier ist eine gute Alternative dazu von 19 bis 21 Uhr. Ist nicht ganz so lang. Dafür werden dann hier aber auch sehr, sehr viele Online-Veranstaltungen angeboten. Ja? Und ich vermute mal, dass man da auch nicht, also dass da keine Anwesenheit jetzt Pflicht gibt, zumindest nicht in allen und man muss da jetzt nicht überall teilnehmen. Ja, darüber hinaus gibt es auch noch normale Präsenzveranstaltungen, hier beispielsweise zu diesem Thema allgemeine Betriebswirtschaftslehre, die dann hier an verschiedenen Orten in Deutschland stattfinden. Auch hier muss man wissen vorher oder sich vorher schon überlegen, ob man an sowas teilnehmen möchte und sollte es dann einfach ein bisschen die Studiengebühren mit einkalkulieren. Ja, wenn ihr jetzt in München lebt und so eine Veranstaltung dann hier in Berlin stattfindet, habt ihr natürlich einen Haufen Reisekosten. Ja, ihr habt die Übernachtungskosten in Berlin, ihr habt Verpflegungskosten und so weiter. Das kommt dann letztendlich noch auf die Studiengebühren mit drauf. Deswegen finde ich es auch super, dass so sehr viele Veranstaltungen hier als Online-Veranstaltungen angeboten werden. So, zuletzt noch mal ein Hinweis zu den Studienmaterialien, Unterlagen an der HFH. Hier im Fernstudium oder im Online-Studium für diesen Studiengang wird man sehr viel mit so einer Online-Plattform lernen. Take Law ist die, und die kann man hier auch mal ausprobieren. Ja, geht ihr einfach hier auf die Beschreibung von diesem Studiengang und könnt ihr einfach auf diesen Link klicken. Dann öffnet sich auch diese Lernplattform und ja, da können wir vielleicht mal ganz kurz reinschauen. Es gibt auch ein Video, ein komplettes Video von Fernstudium Infos. De dazu von dem Channel kann ich euch einfach mal unten in der Beschreibung mit verlinken. Da stellt Markus von fernstudiuminfos.de diese Plattform vor. Wir gucken einfach nur mal ganz kurz rein. Ihr seht, das sieht aus wie so eine ganz klassische Lernplattform. Ich finde es jetzt sehr schlicht gehalten. Und dann, ja, kann man sich da dann in bestimmte Themen rein vertiefen. Hier, erstes Semester, geht es dann hier los mit so kleinen Vorlesungen im Prinzip, ja, die man sich dann hier reinfahren kann. Also ihr seht, das sind hier letztendlich vor allem Podcasts, die man sich hier anhört, ja, mit einer ganz einfachen Präsentation darunter gelegt. Guckt euch das einfach mal hier an, ob das was ist für euch, sowas zu lernen. Ich denke mal, das ist dann auch nochmal ergänzend immer mit zu den Studienskripte. Also Jura, sag ich mal, Wirtschaftsrecht oder Recht letztendlich ist auch ein Studium, bei dem man wirklich sehr, sehr viel am Schreibtisch sitzt, an sehr vielen Fällen einfach rumknobelt, ja, sehr viel in seine Gesetzestexte reinguckt, einfach ausprobiert und dieses juristische
arbeiten, übt. Und da ist es doch, denke ich mal, ganz okay, wenn man dann hier so als Ergänzung immer noch halt diese Lernplattform hat und da systematisch sozusagen sich dann auch mal so kleine Vorlesungen dazu oder Podcasts auch dazu anhören kann. So, wie die Lernplattform hier an der Mobile University aussieht, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Ich kenne die nicht, habe hier noch nie Zugang zur Lernplattform gehabt. Ich vermute mal, das ist so wie an fast allen Fernhochschulen dann auch. Ja, ihr habt hier eine Lernplattform, ihr habt die Möglichkeit, die Studienunterlagen als PDF-Datei runterzuladen. Ihr könnt die aber auch gedruckt einfach euch anfordern, ja, zuschicken lassen und gedruckt durcharbeiten, was ich dann auch mal bevorzuge. So kann ich auch am besten lernen. Und hier wird das Ganze dann sicherlich auch noch durch Online-Vorlesungen bzw. so Videoclips und sowas ersetzt. Ja, ihr seht halt hier auf dieser Studiengangsseite, habt ihr hier auch einmal so ein Video zu diesem Studiengang und hier so ein Beispiel für so einen Lawcast von einem der Dozenten bzw. Profs aus diesem Studiengang. Und ich denke mal, wenn man sich dann hier in das Studium anmeldet, da hat man dann wirklich eine ganze Palette von diesen Lawcasts beispielsweise und von solchen Videos. Testen ist ein bisschen schwierig. Also ihr könnt es auf jeden Fall testen, indem ihr den Probemonat nutzt. Also richtiger Probemonat ist nicht, muss man auch mal verstehen im Fernstudium für alle, die sich anmelden. Die Hochschulen werben natürlich mal mit diesem Probemonat, aber letztendlich schreibt ihr euch dann schon an der Hochschule ein, unterschreibt auch schon den Vertrag und habt dann nur einen Monat lang die Möglichkeit, diesen Vertrag zu widerrufen. Aber ja, da ihr euch hier sowieso in Wirtschaftsrecht irgendwie vertiefen wollt, ist das doch schon mal ein interessantes Thema, sich hier mit Vertragsrecht zu beschäftigen. Ja, wenn ihr euch hier mit dem Studienvertrag für die Hochschule beschäftigt, guckt euch auf jeden Fall, kleiner Tipp jetzt noch am Rande, bevor ihr hier in das Studium startet, lasst euch auf jeden Fall die Studienverträge für die einzelnen Hochschulen, für die ihr euch interessiert, zuschicken. Vergleicht die Studienverträge auch mal so ein bisschen. Guckt nach, wie sieht es aus mit Kündigungsmöglichkeiten. Also, wenn ich jetzt nach einem Jahr merke, ich kann nicht mehr, ja, oder ich will die Hochschule wechseln oder sowas. Wie leicht oder wie schwer wird es sein, die Hochschule zu kündigen, die Hochschule zu wechseln und so weiter? Guckt euch das auf jeden Fall an und vergleicht dann auch die Studienverträge der einzelnen Hochschulen. So, kommen wir mal zu den Kosten. Ich fange mal an mit der Hamburger Fernhochschule. Ihr seht, ihr habt hier so eine Übersicht in dieser PDF-Datei über die Kosten in diesem Studium. Insgesamt werden es ungefähr so 7.000 Euro sein, je nachdem, wie viele Versuche ihr natürlich für die Prüfungen braucht. Also ihr bezahlt hier auch immer Prüfungsgebühren. Ja, das wären dann insgesamt, wenn ihr die Prüfungen wirklich alle auf Anhieb schafft, ungefähr so 1.700 Euro. Ihr bezahlt noch einen Betrag für die Betreuung und so weiter. Der Bachelorarbeit ist auch an fast allen Hochschulen ganz genauso und ihr zahlt hier im Monat gerade mal 99 Euro. Also so billig ist eigentlich keine andere Fernhochschule. An den meisten seid ihr jetzt beispielsweise an der IOBH, seid ihr bei mindestens 200 Euro im Monat, also 99 Euro hier auf 8 Semester, ja, kann man sich doch ganz gut leisten. Und dann dazu eben immer noch die Prüfungsgebühren. Also so billig oder so günstig hier wie die Hamburger Fernhochschule ist keine andere private Hochschule. Aber sollte einem bewusst sein, ja, dadurch hat man dann auch ein bisschen weniger. Es gibt sehr viele Studierende an dieser Hochschule. Da ist der Betreuungsschlüssel wieder so ein kleines bisschen anders. Es werden natürlich nicht so viele Inhalte produziert. Ihr habt hier diese Lernplattform und ihr seid einfach wie ein bisschen wie an der Fernuni Hagen, würde ich sagen, noch ein ganz kleines bisschen mehr auf euch gestellt als jetzt etwa hier an der SRH-Fernhochschule oder an irgendeiner anderen Fernhochschule, ja, wo das Studium dann eben doppelt so viel kostet. Was hier jetzt noch dann dazu kommt, ja, bei diesen, ihr seht, 30 Prüfungen sind es insgesamt. Die Prüfungen absolviert ihr überwiegend hier in einem von diesen Studienzentren. Was dann natürlich noch dazu kommt, sind die Reisekosten, ja, für die Prüfungen. Das Praktische an so einer Prüfung ist, die kann man an einem Tag abfrühstücken. Wenn das hier Studienzentrum nicht so weit weg ist, kann man sich dann da auch wieder, ja, verziehen, sage ich mal, am Ende, wenn man die Prüfung dann geschafft hat, wenn man sie absolviert hat und auf sein Ergebnis wartet, kann man dann am gleichen Tag, Abend irgendwann dann wieder wegfahren. Kommt natürlich drauf an, ja, wo man lebt. Ich hatte ja gesagt, ich bin hier irgendwo in Thüringen. Ich müsste dann mal nach Leipzig etwa fahren. Und das ist auf jeden Fall zu schaffen. Ja, da dauert die Fahrt ungefähr so 2, 2,5 Stunden. Aber wenn ihr jetzt wirklich irgendwo in der Walachei lebt, sag ich mal, und dahin fliegen müsst und so weiter, sind das natürlich Reisekosten für jede Prüfung, die dann hier stattfindet, die man auch von Anfang an noch mit einkalkulieren sollte. So, wie sehen die Studiengebühren hier an der SRH-Fernhochschule aus? Schauen wir uns das vielleicht mal an. Ihr habt hier mehrere Studienmodelle an dieser Hochschule. Also das ist nicht so, dass das Studium regulär 8 Semester dauert, wie jetzt an der HFH, sondern ihr habt hier zwei Studienmodelle. Die werden hier Flex 1 und Flex 2 genannt. Letztendlich studiert ihr hier immer 36 Monate bzw. 6 Semester
Aber ihr könnt in beiden Modellen, die ich euch hier jetzt zeige, bis zu 36 Monate, also nochmal aufs Doppelte, verlängern und bezahlt dann eben trotzdem nicht mehr. Und wofür ihr euch hier entscheidet, ist ein Zahlungsmodell letztendlich. Das wird hier Flex 1 und Flex 2 genannt. Im ersten Modell zahlt ihr insgesamt 36 Monate und dann habt ihr halt eine monatliche Belastung hier von fast 400 €, also 388 € und kommt auf insgesamt fast 14.000 € an Studiengebühren. Oder jetzt ja, entscheidet euch für dieses Zahlungsmodell und könnt die Zahlung einfach auf bis zu 50 Monate stretchen, seid dann bei 300 €, ja, zahlt dann aber eben auch nochmal fast 15.000 €, also ein ganzes Stückchen mehr hier als in diesem ersten Studienmodell. Ich hatte euch ja gezeigt, was ihr hier für Präsenzveranstaltungen habt. Solltet ihr auch noch mit einberechnen. Die ein oder andere Präsenzveranstaltung, Klausuren habe ich euch auch gezeigt, finden nicht ganz so viele statt. Von daher kommen da jetzt für die Präsenzveranstaltungen und die Klausuren hier nicht ganz so viele Kosten dazu. Bei den Klausuren kommt man nicht drum rum um die Kosten. Präsenzveranstaltungen kann man jetzt sicher dann letztendlich hier aussuchen. Und wenn man die Kosten da jetzt nicht aufbringen möchte, eben da irgendwo hinzureisen, wo dann diese Veranstaltungen stattfinden, dann kann man sich das Ganze auch sparen, ja, und zahlt dann letztendlich auch weniger. Aber ich würde trotzdem hier rechnen, bei beiden Zahlungsmodellen ungefähr so nochmal 1.000 € mit draufrechnen für diese ganzen Kosten, die nebenher noch in so einem Studium anfallen. Ja, vielleicht braucht ihr mal einen neuen Laptop oder ein iPad, ein neues oder sowas, und müsst euch da irgendwelche Zugänge zu irgendwelchen Statista oder irgendwas kaufen, wenn ihr das jetzt nicht hier schon inbegriffen habt in diesem Studiengang. Ja, oder kauft euch, keine Ahnung, Citavi als Zitationssoftware und sowas. Ja, da kommt dann immer schon nochmal ein bisschen irgendwelche Literatur und sowas. Nochmal 1000, 1500 in so einem Studiengang dazu, aber das habt ihr eben auch an der HFH genauso. So, hier seht ihr dann auch auf dieser Seite, was da eben alles noch mit ja, inbegriffen ist. Ich hatte eben Citavi erwähnt, Statista, das habt ihr hier ja, Zugang dann auch über eure Studiengebühren, habt ihr eben dann auch einen Zugang hier, Office 365 und so weiter, Citavi-Lizenz. Statista und so weiter, so ähnlich wie auch an der IOBH. Ja, ich habe mal ein Video auf diesem Channel gemacht und da zeige ich mal so ein bisschen, wo man dann alles drauf Zugang hat. Aber das Studium ist nun mal eben so teuer, ja, da kann man dann auch schon erwarten, dass das damit inbegriffen ist. Also dafür müsst ihr da nicht nochmal extra Geld ausgeben. Was auch schön ist oder was mir hier an diesem Zahlungsmodell an der SRH gefällt, ihr habt die Möglichkeit, hier Urlaubssemester einzulegen, wenn ihr auch mal einfach nur, keine Ahnung, runterkommen wollt vom Studium, einfach mal keine Zeit habt, mal was anderes machen wollt, so ein bisschen Sabbatical, sag ich mal, pflegen, dann könnt ihr hier Urlaubssemester oder ihr habt einfach auch nicht das Geld oder wollt einfach mal das Geld ein Jahr lang für was anderes ausgeben, könnt ihr hier ein Urlaubssemester absolvieren und ihr habt hier so eine Art Sozialgarantie und könnt die Monatsgebühren bis zu 6 Monate stunden. So, Freunde, schauen wir uns vielleicht noch mal ganz zum Schluss so ein bisschen die Bewertungen an. Ihr wisst hier auf fernstudium.check.de könnt ihr euch Bewertungen für Fernstudiengänge und sowas angucken. Hier auf den ersten Blick habt ihr hier nur 20 Bewertungen für den Fernstudiengang in Wirtschaftsrecht. Ist ausgewogen, denke ich mal. Also ihr habt jetzt nicht überall volle 5 Punkte. Wenn ihr hier mal so durchguckt, dann seht ihr, dass da hier doch schon trotzdem sehr viel mehr Bewertungen hinterlassen worden sind. Aber Fernstudium-Check, die archivieren irgendwie alle Bewertungen, die älter als 3 Jahre sind. Könnt ihr euch trotzdem mal angucken, ja, auch Bewertungen, die älter als jetzt 3 Jahre sind, ja, oder um die 3 Jahre, dürften noch sehr, sehr interessant sein. Ihr könnt hier auch filtern, ja, nach Bewertungen, wo die Leute den Studiengang nicht weiterempfehlen. Die finde ich natürlich immer sehr, sehr interessant, ja, weil da muss man schon wirklich sehr, sehr unzufrieden sein. Und das sind hier dann doch einige, die diesen Studiengang nicht weiterempfehlen. Und da könnt ihr jetzt mal so ein kleines bisschen gucken. Ist jetzt nichts, was einen dann davon abhalten sollte, so einen Studiengang zu machen, aber man findet doch da immer dann noch so ein paar Nuggets, sag ich mal, an Themen, die für einen wirklich wichtig sind, ja. Und wenn man merkt, dass da andere Leute das dann auch nicht so gut finden irgendwie an der Hochschule, kann man sich dann auch zweimal überlegen, ja. Ansonsten habt ihr trotzdem, ist das der geringere Teil hier von Bewertungen, ja, wo die Leute wirklich richtig, richtig unzufrieden sind. Die meisten scheinen doch schon sehr, sehr zufrieden mit diesem Studiengang zu sein. So, schauen wir uns mal die Bewertungen hier von der SRH an. Und die SRH ist hier in diesem, also Fernstudium-Check, die veranstalten einfach so einen Award irgendwie jedes Jahr. Im Rahmen von dieser Veranstaltung bzw. von diesem Award ist die SRH hier wiederholt, glaube ich, jetzt auch schon zur beliebtesten Fernhochschule gekürt worden. Ja, die haben hier auch sehr, sehr viele Bewertungen, aber wir wollen uns mal die Bewertungen angucken für den Fernstudiengang in Wirtschaftsrecht. Und hier seht ihr, gibt es leider nicht so viele Bewertungen. Ja, deswegen wäre ich auch vorsichtig damit, irgendwie so diese Bewertungen dann mit in so einen Entscheidungsprozess
einzubeziehen, ja, weil das wirklich ganz wenige sind. Daran sieht man auf der einen Seite, dass es den Studiengang noch nicht so lange gibt und wie gesagt, man eben nicht unbedingt halt anhand von diesen Bewertungen die Studiengänge zu stark miteinander vergleichen sollte. Ist interessant auf jeden Fall immer mal reinzuschauen, aber hier haben wirklich alle durchgehend 5 Sterne. Das sieht schon ganz anders aus jetzt als hier an der HFH und auch wirklich überwiegend hier sehr, sehr positive Bewertungen. So Leute, kleines Fazit ganz zum Schluss jetzt zu beiden Studiengängen, beiden Hochschulen. Also wir haben auf der einen Seite die Hamburger Fernhochschule, an der das Studium sehr, sehr günstig ist. Dafür lernt man dann auch viel mit einer Lernplattform, wo jetzt keine Vorlesungen so richtig sind, sondern mehr so Podcasts, was aber auch ganz gut ist, denke ich mal, um die Skripte zu vertiefen. Man hat sehr viele Klausuren oder mehr zumindest als an der SRH, die bezahlt man ein bisschen extra, aber trotzdem das Studium sehr, sehr günstig. Und ich denke mal, das eignet sich dann eben auch besonders für Leute, die noch flexibler studieren möchten und auf die Vorteile von so einer privaten Hochschule jetzt nicht unbedingt verzichten möchten, ja, aber jetzt nicht doch vielleicht das Geld haben, so die 10.000, 15.000 Euro, die dann so ein reguläres Fernstudium kostet. Ansonsten fällt vielleicht noch auf, ja, man hat relativ wenig Vertiefungsmöglichkeiten, nicht ganz so viele wie an der SRH. So, auf der anderen Seite die SRH Fernhochschule, ja, die sich als Qualitätsführer im Fernstudium bezeichnet, was man auch so ein bisschen sieht an den Bewertungen hier, beziehungsweise auch an den Awards, ja, über Fernstudium. Check, man sieht es auch so ein bisschen an den Preisen und auch daran, was man alles mit dazu bekommt in diesem Fernstudium. Ja, wobei man halt jetzt so diese Campus-Lizenzen für Office 365, für Citavi und so weiter, das hat man auch bei anderen Anbietern. An der IUBH beispielsweise hat man auch solche Zugänge. Aber das ist auch wichtig auf jeden Fall, dass man vorher schon weiß, was man dann noch alles mit dazu bekommt in so einem Studium. Was mir gut gefällt an diesem Studiengang Wirtschaftsrecht hier an der SRH, ist die Möglichkeit, sich zu vertiefen, ja, die einfach doppelt so viel sozusagen Leistungspunkte umfasst wie der Studiengang hier an der HFH. Also man kann einfach so ein bisschen besser schon im Bachelorstudium sein Profil ausbilden und sich in Themen vertiefen, die einen interessieren. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass man weniger Klausuren hat, dass die Hochschule hier auch so ein bisschen darauf achtet, einen nicht mit Klausuren zu belasten und zu überlasten. Und sehr, sehr viele Veranstaltungen, ja, sehr viele Online-Veranstaltungen, aber auch optionale Präsenzveranstaltungen. Das gefällt mir sehr, sehr gut hier an diesem Studiengang. Aber das Ganze hat natürlich auch seinen Preis, ja, ist halt sehr, sehr viel teurer als jetzt der Studiengang hier an der Hamburger Fernhochschule. So, Freunde, das war es jetzt gewesen. Ich würde mal sagen, eure Fragen, die schreibt da einfach unten in die Kommentare. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Euer Wolf.